Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag nach der Verwirklichung der staatlichen Einheit hat heute das gesamtdeutsche Parlament seine Arbeit aufgenommen. Im Berliner Reichstagsgebäude begrüßte Bundestagspräsidentin Süssmuth besonders die 144 Abgeordneten, die bis zur Wahl im Dezember die Bürger aus der früheren DDR repräsentieren. Bundeskanzler Kohl hob in seiner Regierungserklärung neben den Aspekten zum Aufbau der neuen 5 Bundesländer auch die außenpolitische Rolle Deutschlands hervor. Die Deutschen wollten, so der Kanzler, nach außen und nach innen gute Nachbarn sein. Der Hauptteil der Arbeit beginne jetzt, denn nach der staatlichen Einheit müsse nun die Einheit der Lebensverhältnisse hergestellt werden. Die Regierungserklärung und die heutige Debatte darüber im Berliner Reichstag befasste sich naturgemäß mit der Vereinigung, ihren wirtschaftlichen und menschlichen Folgen und der Lage in der DDR. Am ernstesten aber wurde um den Frieden nach innen diskutiert, ging es um das Zusammenfinden der Menschen in ihren Köpfen. Gezielt versuchten die kommunistischen Machthaber, Menschen gegeneinander auszuspielen, Vertrauen zu zerstören und Hass zu säen. Wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass noch im Nachhinein diese Saat der SED aufgeht. Wir müssen deshalb mit Verständnis und mit gegenseitiger Achtung aufeinander zugehen. Und dabei dürfen wir einander auch nicht überfordern. Gefragt sind Offenheit und Toleranz und die Bereitschaft, einander besser begreifen zu lernen. Dass Deutschland auch finanziell die neuen Länder verkraften könne, daran ließ als Hauptredner der Opposition auch Willy Brandt keinen Zweifel. Aber die Überbrückung geistig-kultureller Hemmschwellen und seelischer Barrieren mag schwieriger sein. Aber mit Takt und mit Respekt vor dem Selbstgefühl der bisher von uns getrennten Landsleute wird es möglich sein, dass ohne entstellende Narben zusammenwächst, was zusammengehört. In seiner Jungfernrede betonte auch PDS-Chef Gregor Gysi die menschlichen Probleme. Es sollte ab jetzt alles unterlassen werden, was das Selbstvertrauen ehemaliger Bürgerinnen und Bürger der DDR weiter untergräbt, dass es ihnen schwer oder unmöglich macht, zu ihrer eigenen Biografie zu stehen. Dass sie schon nach eigenem Empfinden Bürger zweiter Klasse sind. Als letzter Vertreter der neuen Abgeordneten stellte der frühere SPD-Chef Ost am Pult richtig: Ich möchte daher zuallererst meinen Landsleuten dafür danken, was sie gewagt und bewegt haben. Sie sind die Väter und Mütter der Befreiung unseres Landes und nicht etwa die Politiker. Und das sage ich ausdrücklich als Laienspieler in einem Hause voller alterfahrener Profipolitiker. Der Vereinigungsgeist der Vortage, die Symbolik des Ortes und der Umstände, das lag über dieser ersten Debatte des neuen Deutschen Bundestags. Die harte Alltagsarbeit geht morgen in Bonn weiter. 58 Jahre lang lag es im Dornröschenschlaf. Heute wurde das Reichstagsgebäude wieder mit parlamentarischem Leben gefüllt. Und das begann für viele Abgeordnete mit Orientierungsschwierigkeiten an dem ungewohnten Ort. Manch einer der 663 Abgeordneten wurde in dem wilhelminischen Großbau zunächst in die Irre geschickt. Nur, ich bin das erste Mal hier, ich kenne mich selbst hier aus. Schickt sie alle dahin. Heute begann für den gesamtdeutschen Bundestag eigentlich der politische Alltag. Doch der blieb noch feierlich und getragen. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth dankte zunächst der letzten DDR-Regierung und ihren Parlamentariern für ihre Arbeit auf dem Weg zur deutschen Einheit. Von nun an hat sich der Deutsche Bundestag als das gesamtdeutsche Parlament den Aufgaben zu stellen, die sich aus der Vereinigung ergeben. Wir werden dabei in besonderem Maße auf das spezielle Wissen der Kolleginnen und Kollegen aus Berlin und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angewiesen sein. Wir brauchen Ihre spezifische Erfahrung und sagen Ihnen voll zu, Sie sind gleichberechtigte Mitglieder, das ist selbstverständlich, dieses Parlamentes. 5 Politiker der ehemaligen DDR wurden sodann vereidigt. Ab heute sind sie nur Minister ohne Geschäftsbereich. Und manch einer der neuen, der 144 Abgeordneten aus der Ex-DDR und ihrer Berater, stellten alsbald Vergleiche zu vorher an.
Die Atmosphäre in der Volkskammer war einfach aktiver, spannender. Hier fehlt mir heute ein bisschen die Spannung. Dafür wollen sie in Zukunft sorgen, versprachen heute einige der neuen Abgeordneten.